herzlich willkommen auf meinem Kanal und zum heutigen Video. Ich bin der Jean und das ist meine Antwort an Matthias Thielmann, der mich freundlicherweise erneut nominiert hatte für die 5 Whiskys 3 Nominierungen Challenge. Ja, ist eine sehr schöne Challenge, ähnlich wie die 5 Tabake 3 Nominierungen Challenge, wird aber meine letzte sein, weil ja. Also, los geht's. Gar nicht lange rumreden um den Brei. Erste Kategorie, der Alltagswhisky. Ja, der Alltagswhisky ist mein Racke Rauchzart. Ein, ja, urdeutsch kann man, ja doch, eigentlich ursprünglich urdeutsch aus den 60er Jahren, ein Barackenwhisky, wie jetzt ein guter Freund von mir sagen würde. Das war er vielleicht mal. In den 60ern habe ich ihn nicht getrunken, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Heute schmeckt er wunderbar. Mild, süffig, ah, ich liebe ihn. Ja, eben Alltagswhisky. Natürlich dann stilecht hier auch aus dem passenden Glas mit einem Fuchs. Ja, also wunderbar. Der Supermarkt-Whisky ist gerade vergriffen. Ich habe gedacht, ich hätte noch was da, habe ich aber nicht. Ich kann den hier nur einblenden und er kommt tatsächlich vom Lidl, jawohl. Kostet, ja, ich glaube 6,99 € oder irgendwas, 99, ein 6 Jahre alter Bourbon-Whisky. Finde ich auch super lecker und für den Preis echt Wahnsinn. Es muss nicht teuer sein. Ja, Geschmack muss nicht immer teuer sein. Das ist schon so. Mein Freitagabend-Whisky nach einer harten und auch nicht harten Woche, weil er halt immer schmeckt, der Vater aller Whiskys sozusagen, der CC Canadian Club. Oh, ich finde, der hat immer so ein bisschen was von Marzipan, so eine schöne, leichte, süße Note auch. Und den liebe ich auch sehr. Ich bin ja, naja, zumindest im Herzen Halbkanadier. Mein Vater ist ja da viele, viele Jahre gewesen, hat gelebt und gearbeitet da, hatte auch Verwandtschaft noch lange in Kanada, also es mag damit zu tun haben. So, was wird denn serviert beim Jean, wenn ein lieber, netter Freund des Weges kommt und unbedingt etwas trinken möchte? Es ist relativ häufig der Fall, denn man sieht, es ist nicht mehr viel da. Es ist tatsächlich ein irischer Whisky, der West Cork Port Cask, also vom Port, Importwein, fast 12 Jahre alt, gereift hier. Und ja, wahnsinnig, super lecker. Also ich bin sowieso ein irischer Whisky-Fan. Ich hab's nicht so mit den Schotten. Mal, ja, und sehr ausgesucht, wirklich hier und da. Aber die irischen, kann man im Grunde nichts mit falsch machen. So. Und wenn es dann mal sich einmal im Jahr oder auch zwei-, dreimal im Jahr so ergibt, zur besonderen Gelegenheit, dann gibt es den Bushmills. Auch wiederum ein Ire, aber der 21-Jährige. Der 10-Jährige ist ja durchaus bekannt. Den hier muss man schon immer ein bisschen suchen. Also ich zumindest. Und nee, das ist nicht nur die Box, da ist schon noch was drin. Aha, und auch in der Flasche ist sogar noch was drin. Ja, ja. Ja, wie gesagt, also das Jahr hat auch mal die ein oder andere Gelegenheit mehr. Also ja, dann muss der unbedingt ins Glas. Ah, oh, die Farbe allein schon, der ist, und naja, gut, ihr könnt es nicht riechen, sonst würde ich euch den Korken mal in die Kamera halten. Super geiles Zeugs. So, das waren meine Whiskys. Meine 3 Nominierungen sind wie folgt. Thomas aus der Nähe von Stuttgart, unser griechischer Freund, da bin ich sehr interessiert. Trinkst du Whiskys? Wenn ja, welche? Falls nein, fang es bitte an, weil ich möchte 5 Stück von dir hören. So, Nominierung Nummer 2, der Ralf Ebe. Ralf, ich habe noch kein Video von dir gesehen, zumindest habe ich das vor 2 Tagen noch gecheckt. Ich hoffe, du hast noch keine Antwort draußen. Und Nummer 3, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Brückenschlag wieder in die englischsprachige Community, Scott Glaswegian, unser Schotte, aber deutschsprachig unterwegs in der Pfeifen-Community. Jetzt auch hoffentlich in der Whisky-Community, weil vielleicht finde ich dann durch deine Antwort doch noch
den ein oder anderen schottischen Whisky, den ich unbedingt haben muss. So, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, glücklich und ja, immer gut versorgt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Jean.